In diesem Video möchte ich den Code zu diesem Programm, das Ellipsen auf den Canvas zeichnet, die von den Rändern abprallen, noch einmal kurz Zeile für Zeile durchgehen für alle, die das schnell repetieren möchten. Zuerst lade ich hier das HTML-Dokument neu, um zu zeigen, wie es aussieht von Beginn an. Es gibt solche Kreise, die an zufälligen Punkten beginnen und in jedem Frame verändert sich die Position jedes einzelnen Kreises so, dass auf der X- und der Y-Achse jeweils eine Einheit dazugezählt wird. Dadurch bewegen sie sich in einem 45-Grad-Winkel. Und wenn sie am Rand des Canvas ankommen, dann wird eine Variable umgestellt, so dass nicht mehr 1 dazugezählt wird, sondern dass 1 abgezählt wird zu einem Wert, der die Position definiert, so dass zum Beispiel auf der X-Achse dann wieder nach unten gezählt wird und sich dadurch der Kreis vom Außenrand auf der rechten Seite wieder nach innen bewegt. Und das gleiche passiert für die Y-Achse, wenn der Wert für einen Kreis höher wird als die Höhe des Canvas, dann wird beim Wert für die Y-Position nicht mehr dazugezählt, sondern es wird minus gerechnet, so dass sich die Position wieder verkleinert und der Kreis sich nach oben verschiebt. Im Programm habe ich einen leeren Array. Und dann in der Funktion Setup wird zuerst der Canvas gezeichnet mit 400 Einheiten in beide Richtungen. Und dann gibt es einen Loop, der 10-mal wiederholt wird. Zuerst wird die Iterationsvariable auf 0 gesetzt. Und dann heißt es, dass es so lange Wiederholungen gibt, wie diese Iterationsvariable kleiner als 10 ist. Und dann wird gesagt, nach jeder Iteration wird die Iterationsvariable um 1 erhöht. Dann wird für jede Iteration eine Variable initialisiert, die heißt New Object. Und als Wert erhält sie ein Objekt. Das Objekt beginnt hier, wo die geschweifte Klammer sich öffnet und endet auf Zeile 34. Das Objekt hat die Eigenschaften X, Y, Increment X, Increment Y und dann die Eigenschaften Show, Check, Pause und Update. Das sind Funktionen, also nennen wir das nicht Eigenschaft, sondern Methode. X ist ein Wert zwischen 0 und der Breite des Canvas, Y ist ein zufälliger Wert zwischen 0 und der Höhe des Canvas. Increment X und Increment Y sind jeweils 1. Und dann in diesen Methoden steht bei Show, dass eine Ellipse gezeichnet wird. Die Ellipse wird an der Position X und Y gezeichnet. Und das bedeutet die Eigenschaft des jeweiligen Objektes. Wir haben ja 10 Objekte. Und die Methode, die aufgerufen wird, soll die X- und Y-Eigenschaften ihres eigenen Objektes lesen können. Darum heißt es hier this. Und 5,5, das ist einfach ein fixer Betrag für die Breite und die Höhe des Kreises. Und Check Position, da stehen zwei Bedingungen drin. Jedes Mal, wenn Check Position aufgerufen wird, werden zwei Dinge geprüft. Das erste ist die Eigenschaft x des jeweiligen Objektes kleiner als 0 oder ist die Eigenschaft x größer als die Breite des Canvas? Wenn ja, wird die Eigenschaft Increment x mal minus 1 gerechnet und wieder an sich selber zugewiesen. Also Increment x wechselt dann von 1 auf minus 1 und wenn Increment x schon minus 1 ist, und das mal minus 1 multipliziert wird, dann wechselt es auf 1, auf die positive Zahl.
Und genau das gleiche passiert für y. Es wird gefragt, ist y des jeweiligen Objektes kleiner als 0 oder größer als die Höhe des Canvas? Wenn ja, wird die Eigenschaft increment y des jeweiligen Objektes mit minus 1 multipliziert und wird dann entweder negativ oder positiv. Und die Methode update, die nimmt die Eigenschaft x des jeweiligen Objektes und erhöht sie um den Wert in der Eigenschaft increment x des jeweiligen Objektes. Und wenn das die positive Zahl 1 ist, dann wird das x erhöht. Und wenn das die negative Zahl 1 ist, dann wird der Wert von this x reduziert. Und genau das gleiche für this y. Wenn in der Eigenschaft increment y des jeweiligen Objektes die Zahl minus 1 steht, dann wird this y reduziert. Und wenn es die positive Zahl 1 ist in increment y des jeweiligen Objektes, dann wird die Eigenschaft y des jeweiligen Objektes erhöht. Und dann haben wir dieses Objekt formuliert und an die Variable newObject zugewiesen. Und dann wird diese Variable newObject in den Array myObjects hineingeschrieben. Und dann geht es in die nächste Iteration, wenn wir noch nicht 10-mal durch sind. Und es wird wieder ein neues Objekt an die Variable newObject zugewiesen. Und das wird dann wieder in diesen Array hineingeschrieben, so dass nach der Funktion Setup, wenn wir zu Ende sind, dass wir 10 Objekte in MyObject drin haben. Und in der Konsole kannst du das auch eintippen. Du kannst schreiben MyObjects und Return klicken. Und dann siehst du diesen Array, kannst ihn aufklappen und dann auch jedes einzelne Objekt anschauen gehen. Und in der Funktion Draw gibt es ebenfalls einen Loop. Auch hier heißt die Iterationsvariable i. Zu Beginn ist sie 0 und der Loop wird so lange wiederholt, wie diese Iterationsvariable kleiner als die Länge des Arrays myObjects ist. Die Länge des Arrays myObjects ist 10, also wird auch dieser Loop 10 mal ausgeführt, zumal die Iterationsvariable nach jeder Iteration um 1 erhöht wird. Also i ist zum Beginn 0 und am Ende 9 und wird hier benutzt, um mit dieser eckigen Klammerschreibweise einen bestimmten Index im Array myObjects anzusteuern. Am Anfang ist der Index 0, dann heißt es myObjects 0, das ist das erste Objekt im Array. Und dann wird die Methode aufgerufen dieses ersten Objektes. Und dann wird der erste Kreis gezeichnet. Und dann wird in diesem ersten Objekt die Methode checkPause aufgerufen. Und dann wird geprüft in diesem ersten Objekt, ob das x kleiner als 0 ist oder größer als die Breite des Canvas. Und je nachdem wird in diesem ersten Objekt increment x mal minus 1 gerechnet. Wenn es irgendwo mitten im Canvas drin ist, passiert hier überhaupt nichts. Also dieser Methodenaufruf, der geschieht, aber es passiert nichts. Und dann wird die Methode update aufgerufen und im ersten Objekt im Array wird die Eigenschaft x um den Wert von increment x erhöht und die Eigenschaft y wird um den Wert von increment y erhöht. Und dann wird 1 zur Iterationsvariable dazugezählt und dann heißt es myObjects 1 show, myObjects 1 checkPause und myObjects 1 update. Und das bedeutet, dass der Index 1 angeschaut wird, das ist dann das zweite Objekt im Array. Und es werden wieder all diese Schritte ausgeführt, bis das 10-mal passiert ist. Und das heißt, es wurden 10 Kreise ins erste Frame gezeichnet. Bei 10 Kreisen wurde geprüft, ob sie schon am Rand angekommen wird und wenn ja, wurde increment x und y des jeweiligen Objektes angepasst. Und dann wurde bei 10 Objekten im Array, wurden die x und y Eigenschaften verändert.
Und das geschieht für jedes Frame von neuem. Immer wieder wird dieser Array durchgearbeitet und es wird gezeichnet, es wird geprüft und es werden X und Y erhöht. Und das führt dann zu dieser Animation. Und jetzt kannst du zurückgehen ins Video zum Thema Klassen.